Hallo, ihr fabelhaften Waagegeborenen und Waage-Aszendenten. Herzlich willkommen zum Jahreshoroskop 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Ich habe das Jahreshoroskop diesmal in zwei Teile aufgeteilt und in diesem ersten Teil werde ich ausführlich auf eure langfristigen Tendenzen eingehen. Es ist also euer Erlebnishintergrund für 2018. In Teil 2 des Jahreshoroskops schauen wir uns die Highlights und die kritischen Phasen mit den Liebesplaneten genauer an. Teil 2 kommt noch bis Neujahr und wenn ihr meinen Kanal abonniert, werdet ihr automatisch benachrichtigt, sobald das Video online ist. Natürlich bin ich jederzeit für eine persönliche Beratung für euch da. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder meine Homepage und alle Infos dazu verlinke ich unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier oben im Bild. Dann habe ich noch eine ganz tolle Verlosung für euch, mehr dazu am Ende des Videos, also bleibt dran. Jetzt schauen wir, wie eure Sterne stehen. Im neuen Jahr solltet ihr dafür sorgen, dass der Spaß nicht zu kurz kommt. Viele Planeten bilden herausfordernde Aspekte zu eurer Sonne, sodass ihr sehr viel zu tun haben werdet, verbunden mit der Chance, sehr erfolgreich zu sein. Aber manchmal geht euch dabei die Leichtigkeit verloren und die Dinge sind nicht so im Fluss, wie ihr es gerne hättet. Deswegen plant Zeiten ein, in denen ihr euch etwas Gutes tun könnt und verbringt möglichst viel Zeit mit Menschen, die mit euch auf einer Wellenlänge schwingen. Für viele Waagegeborene ist die Liebe stets ein Allheilmittel und das trifft sicherlich auch für 2018 zu. Spätestens in der zweiten Jahreshälfte werden die Liebeswogen hochschlagen und sich irgendwo ihre Bahn suchen in eurem Leben. Das kann befreiend wirken oder auch Chaos mit sich bringen, je nachdem, wie viel Raum in eurem Leben für die Liebe und Gefühle ist. Aber eins kann ich euch garantieren: langweilig wird euer neues Jahr bestimmt nicht. Jetzt schauen wir uns euren Erlebnishintergrund im Einzelnen an. Und wir fangen an mit Glücksplanet Jupiter. Der steht ja jetzt im Skorpion und damit in eurem zweiten Sonnenhaus. Und damit steht er im Geld- und Wertebereich eures Horoskops und zeigt an, dass ihr bis November mit einer finanziell günstigen Phase rechnen dürft. Auch eurem Selbstwertgefühl kann dieser Transit sehr gut tun. Ihr werdet euch nämlich bewusst, welche Potenziale in euch schlummern und eure inneren Schätze werden jetzt sichtbar. Das wiederum festigt euren Glauben an euch selbst und euren Optimismus, wodurch ihr gute Gelegenheiten in euer Leben zieht. Dann steht auch der Mondknoten noch günstig für euch und auch bis November, und zwar hier im Haus der Freundschaften und der Unterstützer. Das kann für euch sehr wichtig werden, denn ihr werdet wahrscheinlich ein paar knifflige Situationen zu bestehen haben, bei denen ihr froh seid, wenn Freunde euch zur Seite stehen und den Rücken stärken oder wenn ihr beruflich Hilfe aus eurem Netzwerk bekommt. Eine entscheidende Energie in eurem Leben wird es sein, dass die kosmischen Schwergewichte Saturn und Pluto nun herausfordernde Aspekte zur Waagesonne bilden und auch die wilde Lilith ist dabei bis zum 6. August. Und diese Energien wirken in eurem vierten Sonnenhaus der Familie. Vom Aspekt her zeigen sie aber auch gleichzeitig an, dass beruflich viel ansteht und dass ihr auch sehr erfolgreich sein könnt, was aber anstrengend ist. Diese Planetenkombination kann sich für euch anfühlen, als hättet ihr zwei Jobs. Einmal euren normalen Job bzw. eure Karriere, womit ihr Geld verdient, und dann noch einen zusätzlichen Job in eurem Privatleben, wo es ständig irgendetwas zu regeln gibt. Dabei habt ihr dann auch noch die Aufgabe, euch selbst und die anderen zu motivieren. Der Aspekt von Saturn erzählt davon, dass ihr euch wünscht, eure Familienmitglieder hätten mehr Zeit für euch oder würden euch mehr unterstützen. Die aber denken dasselbe, nämlich, dass ihr nicht genug Zeit für sie habt, weil ihr ja beruflich so eingespannt seid. Wenn ihr euch darüber beschwert, dann macht das die Situation nur noch schlimmer und sorgt auf beiden Seiten für viel Frustration. Es wird im neuen Jahr sehr wichtig werden, dass ihr mit euren Lieben viel redet und euch viel darüber austauscht, was jeder zu tun hat. Das gilt natürlich auch für eure Partnerschaften und Liebesbeziehungen. Auch hier zeigt Saturn, dass man gegenseitig Ansprüche stellt und sich kritisch äußert, weil beide der Meinung sind, dass der Partner sich nicht genug einbringt und nicht genug seinen Pflichten nachkommt. In angespannten Momenten solltet ihr innehalten und euch mit den guten Gefühlen verbinden, mit den guten Gründen, weshalb ihr mit diesem Menschen zusammen seid. Und natürlich helfen alle Aktivitäten, die euch beide mal ablenken und lockerer machen. Unter dem Einfluss von Saturn neigt man dazu, zu müde für die schönen Dinge des Lebens zu sein, zu gestresst oder zu sehr im Kopf mit anstehenden Projekten beschäftigt.
Das ist dann erst recht ein guter Grund, mal abzuschalten, Events oder Ausstellungen zu besuchen oder sich Zeit für Erotik und Sinnlichkeit zu nehmen. Ob nun in der Partnerschaft oder mit euren Familienmitgliedern, grundsätzlich kann ich euch nur raten, dass ihr euch immer wieder gegenseitig anerkennt und euch auch mal Dankeschön sagt für das, was jeder leistet und dass ihr konstruktiv überlegt, wo sich jeder einbringen kann. Das gilt übrigens auch für eure berufliche Situation. Auch hier ist es sehr wichtig, dass ihr das Gespräch sucht mit euren Vorgesetzten oder euren Mitarbeitern oder Kollegen und klar definiert, wer welche Aufgabe übernimmt und für welches Ziel. Mehr über die Wirkung von Saturn erfahrt ihr in meinem Special, die Kunst zu manifestieren. Den direkten Aspekt von Saturn empfangen 2018 die Geburtstagskinder vom 22. September bis 4. Oktober. Außerdem spielt ja auch noch die Energie von Pluto eine Rolle, der für Auseinandersetzungen rund um die Themen Macht und Kontrolle sorgt. Vor allem, wenn ihr zwischen dem 11. und dem 15. Oktober Geburtstag habt, steht leider auch das Thema Machtkämpfe im Raum. Das liegt ja eigentlich vielen Waagegeborenen gar nicht, aber im neuen Jahr seid ihr streckenweise gefordert, euch zu behaupten und euren Einfluss geltend zu machen. Umgekehrt müsst ihr auch wach bleiben und auf die Reaktionen anderer achten. Denn es könnte sein, dass die sich von euch angegriffen fühlen. Ihr müsst also eure eigenen Grenzen klar definieren und auch die Grenzen anderer akzeptieren. Pluto ist ja der Transformationsplanet und ihr müsst euch immer damit trösten, dass die Situationen, die er bringt, zwar sehr hart sein können, euch aber im Endeffekt stark machen. Er wird euch mit euren Schattenseiten konfrontieren und vielleicht sogar einen großen Verlust bringen, privat oder im Job. Diese Pluto-Krise soll aber letztlich dazu dienen, dass ihr unter Druck Großes leistet und über euch selbst hinauswachst. Aber ihr solltet euch nicht scheuen, wenn es euch zu viel wird, euch Hilfe zu holen. Sei es, indem ihr mal zu einem Psychologen oder Therapeuten geht oder zu einer Astrologin. Sei es, dass ihr euch mit Physiotherapie helfen lasst. Denn so ein Pluto-Transit kann sich auch in körperlichen Schmerzen bemerkbar machen. Ich habe das ja auch durchgemacht mit Pluto auf meinem Mars und ich habe mir immer gesagt, das sind Wachstumsschmerzen. Am Ende seid ihr stärker als je zuvor, aber es ist eben anstrengend. Dann haben wir noch die Lilith, die auch hier mit dabei steht im Steinbock und das bis August. Und dabei aspektiert sie fast das ganze Zeichen Waage, genau genommen die Geburtstagskinder vom 29. September bis 22. Oktober. Sie fordert euch auf, euch mit euren kraftvollen weiblichen Instinkten zu verbinden und euch als Frau nicht auf der Nase herumtanzen zu lassen. Bequem ist dieser Aspekt allerdings nicht. Er macht euch kompromisslos und ist strategisch nicht immer hilfreich, weil die Kräfte von Lilith mehr auf der instinkthaften Ebene funktionieren und weniger auf der Vorstandsebene, wo man diplomatisch und geschickt vorgehen muss. Vielleicht erlebt ihr das durch Konflikte mit Frauenfiguren. Deswegen, wenn ihr euch über eine Frau ärgert, dann schaut genau hin. Vielleicht verkörpert sie etwas, was ihr jetzt braucht. Frechheit, Wachsein, Krallen ausfahren, bei sich bleiben, sich nicht um des lieben Friedens willen anpassen, solche Dinge. Bitte schaut euch dazu unbedingt auch noch mein Lilith-Special über Lilith im Steinbock an. Gehe deinen eigenen Weg. Die gute Nachricht, Lilith wird ab dem 6. August in den Wassermann gehen und damit in einen sehr guten Aspekt zur Waagesonne. Vielleicht vertragt ihr euch dann mit der schwierigen Frau, vielleicht platzt dann der Knoten und es gelingt euch, eure weiblichen Instinkte und Kräfte so zu integrieren, dass sie euch stärken und euch helfen, mit den Herausforderungen in eurem Leben fertig zu werden. Und den Aspekt empfangen die Geburtstagskinder vom 23. September bis 11. Oktober. Lilith wird sich dann im Sommer auch hier mit Mars verbinden und teilweise auch mit der Venus. Und das kann in eurem Liebesleben stürmische Gefühle auslösen, die aber die Kraft haben, euch zu beflügeln. Darauf gehe ich dann in Teil 2 des Jahreshoroskops ausführlich ein, wenn wir uns die Liebesplaneten näher anschauen. Wenn ihr zwischen dem 18. und 23. Oktober Geburtstag habt, steht ihr immer noch unter dem prickelnden Einfluss von Uranus in eurem Partnerhaus hier im Widder. Und dieser Einfluss wirkt von Anfang des Jahres bis Mai und dann nochmal ab November. Und das bedeutet, ihr wirkt sehr attraktiv und spannend auf andere und könnt in Begegnungen leicht jemanden entflammen und für euch begeistern. Andererseits kann dieser Transit auch Trennungen bringen, weil ihr euch in eurer Beziehung alleingelassen fühlt oder auch den Partner auf einmal langweilig findet. Auch wenn ihr vor lauter Stress ungewöhnlich ruppig und abweisend mit eurem Partner umspringt, lauft ihr Gefahr, dass dieser darauf mit dem Wunsch nach Trennung reagiert.
Andererseits, wenn ihr solo seid oder auch frisch getrennt, könnt ihr ganz leicht neue, sehr spannende Lover finden. Zum Schluss noch eine gute Nachricht. Ab dem 8. November geht Glücksplanet Jupiter ins Zeichen Schütze und das ist ein sehr positiver Aspekt für die Waagesonne. Ihr werdet feststellen, dass dann vieles wieder runterläuft und vor allem Blockaden in der Kommunikation lösen sich dann wieder auf. Ihr werdet besser verstanden und viele Probleme lassen sich mit einer Portion Humor noch einmal neu durchdenken und lösen. Auch für die Liebe ist das ein guter Aspekt, denn er fördert das Kennenlernen, und zwar sowohl in eurer unmittelbaren Umgebung als auch, wenn ihr in die Ferne schweift. Und fest Liierte haben dann wieder Lust, Pläne für die Zukunft zu machen. Mit diesem versöhnlichen Aspekt klingt dann das Jahr aus und das war euer Erlebnishintergrund für 2018. Alles über die Highlights und die kritischen Phasen des Jahres und natürlich, was die Liebesplaneten euch zu bieten haben, das erfahrt ihr in Teil 2 des Jahreshoroskops. Und Teil 2 wird rechtzeitig bis Neujahr online gehen. Wenn ihr euer persönliches Jahreshoroskop bei mir buchen wollt, seid ihr natürlich herzlich willkommen. Am besten ihr bestellt es über die Homepage oder ihr ruft direkt auf meinem Kundentelefon an. Und alle Infos findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung oder auf der Infokarte hier oben im Bild. Im Januar habe ich 2 wichtige Webinartermine für euch. Da ist einmal mein Webinar Saturn-Probleme heilen. Da freue ich mich schon sehr drauf, euch aus meinem Erfahrungsschatz ein paar goldene Regeln mitzugeben, wie ihr diesen Saturn-Transit meistern könnt. Von mir bekommt ihr nur solche Anregungen, die euch wirklich was nützen und von denen ich weiß, dass sie funktionieren. Da bin ich ganz der Steinbock. Der Termin ist am Freitag, den 12. Januar um 17 Uhr. Und eine Woche später leuchten dann wieder Antonias Sterne im Webinar, wie immer in einer kleinen, exklusiven Gruppe und jeder kann mir eine spezifische Frage zum Horoskop stellen. Und das ist dann am Freitag, den 19. Januar um 17 Uhr. Falls ihr noch ein Geschenk sucht zu Weihnachten oder überhaupt für einen lieben Menschen, der sich auch für Astrologie interessiert, möchte ich euch meine Sternzeichen-Kolliers ans Herz legen. Ihr könnt sie über mein Kundentelefon bestellen oder über meinen Shop. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage. Zum Schluss möchte ich mich von Herzen bedanken bei meiner Tochter Marilene, die meine Videos immer so toll mit mir produziert. Und bei meinem Partner Ray Merriman. Ich habe viele, viele Gespräche mit ihm geführt, um die Jahreshoroskope vorzubereiten. Und ich möchte euch sein Buch Voraussagen für 2018 wärmstens empfehlen. Vor allem, wenn ihr euch auch für Finanzen und Wirtschaftstrends interessiert. Es kostet 59 Euro und ihr könnt es über Rays Homepage bestellen. Sie heißt www.mma-europe.ch und ich verlinke euch das auch unten in der Videobeschreibung. Jetzt kommen wir zur Verlosung. Es gibt eine komplette Jahresvorschau mit mir zu gewinnen, also 45 Minuten Beratungsgespräch plus eine Audiodatei mit dem Mitschnitt im Gesamtwert von 155 Euro. Und diese Beratung könnt ihr wie immer gewinnen, wenn ihr mir hier auf YouTube einen konstruktiven Kommentar postet und indem ihr meinen Kanal abonniert. Einfach hier klicken und schon seid ihr bei der Verlosung dabei. Und schaut euch auch meine anderen Videos an, zum Beispiel meine Specials über Saturn im Steinbock, Lilith im Steinbock und den Mondknoten im Löwen, die sind hier eingeblendet. Nun wünsche ich euch ein wunderbares neues Jahr und alles Gute mit den Sternen.